Ja, und damit wieder mal einen wunderschönen Buongiorno, Ladies und Gentle People, zu einer weiteren Folge hier aus meinem kleinen Studio. Ja, die Welt nimmt Abschied von einer weiteren großen Filmlegende. Egal, ob als Kapitän Markus Ramius, der Kapitän des russischen U-Bootes Jagd auf Roter Oktober, oder als der etwas in die Jahre gekommene Alan Quatermain in die Liga der außergewöhnlichen Gentlemen, oder als Vater des peitscheschwingenden Archäologen mit dem Filzhut, oder als Trainer des unsterblichen Highlanders. Ja, Entschuldigung, mir gingen die Kostüme aus. Für mich und für viele andere wird er allerdings immer der Geheimagent 007 bleiben mit der Lizenz zum Töten. Die Rede ist von niemand anderem als Sean Connery, der im Alter von 90 Jahren in seiner Wahlheimat Bahamas gestorben ist. Wie schon gesagt, Sean Connery, der am 25. August 1930 in einem kleinen schottischen Vorort von Edinburgh zur Welt kam, hat für immer uns verlassen. 1962 startete seine Filmkarriere richtig durch, und zwar mit dem James-Bond-Film James Bond auf der Jagd nach Dr. No. Daraufhin folgten noch 5 weitere mit ihm, unter anderem auch der wohl erfolgreichste James Bond, Goldfinger. Doch wie schon gesagt, es war nicht seine einzige Rolle, die er gespielt hat, obwohl es seine bekannteste ist. Pierce Brosnan hat einmal über ihn gesagt, er war nicht nur eine Legende für den Jungen, der er war, sondern auch für den James Bond, den er selbst verkörpern durfte. 2006 zog er sich nun komplett aus dem Filmgeschehen zurück und sagte, er würde erst wieder zurück nach Schottland reisen, wenn Schottland endlich unabhängig wäre. Naja, dieser Wunsch wurde ihm leider nicht erfüllt, dennoch allerdings sein wohl wichtigster Wunsch. Er wollte im Kreise seiner Familie in Ruhe einschlafen. Und das hat er dann nun auch am Halloweenstag, am 31. Oktober auf den Bahamas getan. Er gewann unter anderem 1 Oscar und 3 Golden Globes, und deshalb würde ich sagen, darf natürlich auch nicht vergessen werden, dass die silberne Ananas an den wohl populärsten und wohl an den besten James Bond noch verliehen wird. Und deshalb geht diese Woche die silberne Ananas an Sir Sean Connery. So, und damit soll es auch mal wieder für diese Woche von mir gewesen sein. Ich würde sagen, euch allen sollten die Regeln bekannt sein. Da geht's hin, dort geht's hin, da unten wird's wieder in diese Richtung gehen, würde ich mich persönlich sehr drüber freuen. Dann werde ich mich wieder für euch an ein Video setzen. Und ansonsten verabschiede ich mich wie immer von euch mit meinem gewohnten Hasta luego. Und nicht vergessen, anschauen, liken, teilen, abonnieren. Und bis dahin, macht's gut, sagt euch euer Nerd, diesmal ohne Shirt, euer Mitch von Toothbreak. Wie schon gesagt, Sean Connery, der am 25. August 1930 in einem kleinen schottischen Ofen. So, und als Andenken von Sean Connery, als den James Bond, gönne ich mir jetzt noch einen Martini, um besser gesagt zu sagen, einen Wodka-Martini. Und da darf man natürlich nicht vergessen, der sollte immer sein, geschüttelt, nicht gerührt.